Auch sie sind Teil der Familie. Die Jüngsten beim Kickbox-Training bei La Familia, einem Kampfsportverein aus Halle mit vielfältigen Angeboten und familiärer Atmosphäre. Man gibt sich integrativ und unpolitisch. Rund 700 Mitglieder zählt La Familia. Aus verschiedensten Schichten, mit unterschiedlicher Herkunft und Weltanschauung. Darunter sind auch viele Studenten. Umso mehr war Vereinschef Matthias Weber über Gerüchte verärgert, die angeblich vom Stura, dem Studierendenrat der Uni Halle, kamen. Wir haben gehört, dass über den Stura erzählt wurde, hier würden beim Training ideologische Dinge versucht zu vermitteln und wir würden den Leuten auf den rechten Weg bringen wollen. Daraufhin sagte ich, dass das natürlich kompletter Quatsch ist, aber was können wir tun, um das mal entgegenzuwirken, sollte das spruchreif werden. Die genauen Vorwürfe kennt Markus Leber, der Kanzler der Uni Halle. Wir haben vor einigen Monaten erstmals Hinweise erhalten, dass in dem Verein eine etwas aggressive Atmosphäre herrscht, dass Frauen und Ausländer belästigt werden, dass ausländerfeindliche Sprüche an der Tagesordnung seien. Und bei uns haben sich einige Teilnehmer darüber beschwert, dass das eine Atmosphäre ist, in der sie nicht gerne trainieren wollen. Da die Kurse von der Uni bestellt und bezahlt wurden, zog sie die Reißleine. Allerdings ohne, dass sich beide Seiten für ein klärendes Gespräch vorher zusammensetzten. Indirekt Bestätigung fand man, als kürzlich im Internet Vorwürfe gegen ein Vereinsmitglied wegen dessen rechter Vergangenheit auftauchten. Martin Bissinger lebte bis Ende 2016 in Bayern, war aktiv bei der rechten Bewegung Der Dritte Weg. Von der hat er sich nach eigenen Worten getrennt, fand über den Kampfsport den Ausstieg aus der Szene und bekam bei La Familia eine Chance für den Neubeginn. Ich war eben sehr lange da aktiv und da umgibt man sich immer mit denselben Leuten. Und hier, als ich nach Halle gekommen bin, hat mir Damatze eben eine neue Chance gegeben. Und da war es zum ersten Mal seit vielen Jahren eben so, dass ich komplett eine offene und eine Bereitschaft neu anzufangen, kennenlernen durfte. Für Thorsten Hanel vom Netzwerk für Demokratie und Weltoffenheit in Sachsen-Anhalt ist La Familia keineswegs ein rechter Kampfsportverein. Aber er kennt einzelne Mitglieder, die der rechten Szene zuzuordnen sind. Der Rat wäre, diese Vorwürfe tatsächlich nicht einfach abzutun und zu sagen, das sind nur Ideen von irgendwelchen Spinnern, sondern damit sehr ernst umzugehen, das ernst zu nehmen, zu verstehen, welche Rolle Kampfsport in der rechten Szene spielt und das Gespräch zum Beispiel mit den Kritikern zu suchen. Der Verein selbst hat mittlerweile einen Vertrauensmann, an dem sich Mitglieder zum Beispiel bei Belästigungen auch anonym wenden können. Ein weiterer Schritt könnte ein Gespräch sein zwischen La Familia und der Uni Halle.